Hallo und herzlich willkommen zu Teil 5 von Bo. In der letzten Folge sind wir aus dieser Höhle rausgegangen und haben so jemanden getroffen, der uns so eine Schriftrolle gegeben hat. Und mit denen sollen wir wohl Leute vom Usagi-Clan finden. Der Rosu war das. Und wir sind jetzt über so eine Brücke, beziehungsweise über... Aua, da ist noch Feuer gewesen. Das wollte ich nicht. Beziehungsweise über die Reste einer Brücke. Wir müssen uns da jetzt durchkämpfen. Sind fast gestorben, aber nur fast, haben es überlebt. Und jetzt müssen wir wohl gegen eine Schildkröte kämpfen. Die führen uns aber, glaube ich, gar kein großes Problem. Oh, muss ich da oben drauf? Sieht schon wieder schlecht aus, gell? Wobei, ja, danke, das ist nett. Muss ich jetzt mit den Dingern da hoch? Wahrscheinlich schon, oder? Das reicht niemals. Damit vielleicht, ha? Oh krass, der kriegt gar keinen Schaden. Ah, guck mal hinten. Hinten ist Erschle, da kann ich draufhauen. Und tschüss. Oh oh, komm schon, ich schaff's noch hoch. Oh, krass, ich weiß gar nicht, ob das schlau ist, über ihm zu stehen. Nein! Ach, nee. Ich glaube, das war nicht so schlau. Ich dachte, ich gehe über ihn, weil es sonst bestimmt mehr Schaden macht. Macht es bestimmt auch, aber. Aber wenn ich dafür sterbe, lohnt sich's halt nicht, gell? Okay, Flamme aus. Ich glaube, wir brauchen einfach alle... Oh nein, warum? Warum? Ich glaube, wir brauchen einfach alle drei Flammen, um dann halt weiterzukommen, um diesen Weg aufzumachen. Ja. Ich glaube, so ansonsten passiert einfach nichts und macht nur. Wow, das war aber ein heftiger Schuss gerade noch. Nehmen einfach dich, um hochzukommen, das ist gar kein Ding. Oh krass, nochmal ein Schrein. Das ist gut. Wir haben zwar viel Leben, aber. Egal. Noch ein Speicherpunkt mehr. Stört uns nicht. Ich finde, bisher sind die auch sehr freundlich verteilt, muss ich sagen. Bisher gibt es gar kein Problem. Achso. In der letzten Folge war es ein kleines bisschen so, da hätte es vielleicht in die Hose gehen können. Aber ansonsten bisher eigentlich gar keine Probleme mit dem Schreien. Richtig viele. Okay, jetzt muss ich nochmal ganz zurück, oder? Ich glaube, langsam habe ich es ein bisschen besser im Griff mit dem Springen. Ist schon krass, ey. Was man da alles machen kann. Guckt euch das an, wie mobil ich einfach bin. Nein, ich bin runtergefallen. Ich komme nicht mehr zurück. Egal, Karte habe ich immer noch nicht. Aber wir haben bisher noch keine Karte, gebraucht. Also keine gekriegt, oder? Wir haben die Karte von selber. Bin ich mal gespannt. Ob wir dann irgendwie hier eine Karte kriegen oder ob das einfach nur ein Bereich ist, wo es halt keine Karte gibt. Okay. Was mache ich jetzt? Muss ich das von hier oben ausmachen? Ah, da geht's rein, Leute. Oh oh. Ich glaube, das Spiel hat sich gerade aufgehängt. Oh oh. Ich hoffe, ihr hört mich zumindest noch. Ah, es geht, glaube ich, weiter. Es geht, glaube ich, weiter. Ich bin mir nur nicht sicher, ob sich mein Aufnahmedings aufgehängt hat. Ob ich es riskieren soll. Das ist, ich meine, es ist schon häufiger passiert, aber es hat sich da nie aufgehängt. Vielleicht
riskiere ich das jetzt einfach mal. Oh, da kommt man gar nicht rein, wie ich eigentlich gedacht hatte. Ich sage, ich riskiere es einfach. Ich glaube, da hat sich wahrscheinlich nichts aufgehängt. Ansonsten habe ich halt Pech gehabt und muss es nochmal aufnehmen. So, hier geht es nicht rein. Aber ich kann durchschießen wahrscheinlich. Das heißt, ich muss jetzt damit, mit diesem Vieh, mit diesem Oktopusvieh, muss ich jetzt, oh, hä? Hä? Lass uns einfach nicht weiter drüber reden. Ah, okay, und jetzt kommt es so hoch, oder was? Jetzt können wir das abschießen lassen, wahrscheinlich. Ich dachte, ich muss mit dem Ding da durchschießen. Es wäre auf jeden Fall komplizierter gewesen als so. Ich finde eigentlich mittlerweile dieses Baseball-Ding richtig cool. Also am Anfang habe ich mir gedacht, okay, irgendwie eine Attacke auf B, die man aber nicht die ganze Zeit einsetzen kann, sondern nur, wenn irgendwie ein Gegner auf einen schießt oder die, mit diesem Armadillo. Aber mittlerweile finde ich es eigentlich echt cool, weil man braucht es oft. Und es ist jetzt auch nicht so mega leicht, aber es ist jetzt auch nicht so mega schwer. Es ist cool. Coole Challenge auf jeden Fall. Was ist das für ein Vieh? Ist das diese Frau, die man da gesehen hat auf der Brücke? Oh, oh. Ja, das ist diese Frau auf der Brücke. Ist sie gut oder ist sie schlecht? Hashihime. 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 Ja, so spricht man es bestimmt aus. Hm, was haben wir denn hier? Ich hörte das Getrappel kleiner Füßchen auf den Holzbrettern meiner Brücke und hielt es erst für eine Ratte. Dann aber dachte ich, nein, für eine Ratte sind die Schritte viel zu klein und schwach. Hallo? Ich bin viel stärker als eine Ratte. Und dann sah ich zu meinem Entsetzen, wie meine edlen Kerzen nach und nach erloschen. Oh oh, das klingt, als wäre sie böse. Einen unverzeihlichen Verstoß! Oh ja, die hat Kerzen auf der Stirn tatsächlich, gell? Aber ich denke, selbst eine Vandalenratte wie du ist meiner Gnade würdig. Zumindest, wenn du diese Frage richtig beantwortest. Also, was denkst du? Sieht meine Brücke heute hübsch aus? Soll ich mal Nein sagen? Ich sag einfach mal Nein und guck, was passiert. Wie bitte? Diese Unverfrorenheit zerstört die Atmosphäre, die ich hier kreieren will. Wie kannst du nur so verletzend sein? Aber wenn du meinst, dass meine Brücke so hässlich ist, dann zeige ich dir mal, wie hässlich alles werden kann. Oh oh. Boah, ich würde echt gerne testen, was passiert, wenn ich Ja mache. Oh krass. Ups. Sollen wir das mal testen? Gucken, ob es irgendwie anders ist. Soll ich mal mich killen lassen? Vielleicht sterbe ich sowieso. Und dann einfach mal neu laden oder so. Oder ich lade direkt neu. Oder ich schaff's einfach. Oder vielleicht auch nicht. Ah. Auf jeden Fall scheint die ziemlich mächtig zu sein. Ich würde schon gerne wissen, ja. Ich glaube, wir lassen uns töten. Ich will es gerne wissen. Kann ich jetzt nochmal mit ihr reden oder nicht? Wahrscheinlich vielleicht auch nicht, gell, weil ich die Entscheidung jetzt schon getroffen habe. Gucken wir mal. Nein, sie kommt nicht nochmal. Schade, dann speichert das. Ich frage mich echt, ob die Entscheidung eine Rolle spielt. Wobei, hä, jetzt passiert gar nichts. Ich frage mich gerade, ob... Hä? Ups. Hupsi, ich soll das Zeug nicht so holen. Hä, aber das finde ich jetzt komisch. Also entweder die Entscheidung bleibt und dann müsste jetzt das Feuer wieder kommen. Oder die Entscheidung bleibt nicht, aber dann müsste sie ja nochmal kommen. Und ich müsste mich mit ihr unterhalten können. Ich weiß, ich bin da manchmal ein bisschen kritisch, aber das finde ich jetzt nicht so cool. Das finde ich jetzt nicht so cool. Ah, okay. Gerade schon gewundert.
Wenn ich jetzt auf die andere Seite gegangen wäre, wäre ich dann direkt hochgebracht worden. Ich frage mich, ob man später mit einem Schlag auch mehr als einen so einen Punkt aufladen kann. Das ist schon teuer, gell? 5 Schläge, damit können wir uns einmal heilen. Wobei, vielleicht geht's auch. Bin ich echt mal gespannt, wenn ich sie wieder treffe, ob sie dann wütend auf mich ist oder nicht. Weil irgendwie... Oh, oh, da kommt sie nochmal. Ist sie böse oder nicht? Jetzt lächelt sie gerade zumindest wieder. Oh, die Ratte kehrt zurück. Lebendig? Bedauerlich. Ich habe dich und deine Rattentaten schon beinahe vergessen. Ich habe wegen meiner Brücke ziemlich viel um die Ohren, wie du sehen kannst. Ach ja, ich kann mich erinnern. Sollen wir es kurz durchgehen? Erst zerstörst du meine Kerzen, beleidigst dann dreist und unverhohlen meine Brücke und zu guter Letzt lässt du dich nicht mal einäschern. Okay, also die Entscheidung bleibt wohl. Du, mein ungebetener Gast, verdienst ein viel schlimmeres Ende als ursprünglich gedacht. Na, dann wollen wir mal sehen. Vielleicht erlischt ja dein Licht bald. Oh oh, was? Jetzt muss ich gegen sie kämpfen, ha? Oh oh. Kein Problem. Oh krass, jetzt wird's krass. Aber jetzt müsste es doch die ganze Zeit so sein. Nein! Und jetzt? Wieder von Anfang. Boah krass, wieder von Anfang. Aber ich habe kein Leben verloren. Shit, okay. Da müssen wir auf jeden Fall eine Weile was hinkriegen. Krass, wenn wir das jetzt jedes Mal von Anfang machen müssen. Gibt hier nichts, was mir da hilft, dass es leichter wird, oder? Kein leichterer Schwierigkeitsgrad oder so. Also das sieht wie ein Gatekeeper aus für einige Leute mit Sicherheit. Denk nicht, zocken ein bisschen gechillt. Wayne, ja! Nichts mit gechillt. Schild ich aus. Oh shit, ey. Ha! Die ist ziemlich unentspannt, die Bude. Boah, das ist cool. Ich find's mal echt Bock. Wir haben's, wir haben's, wir haben's. So. Geht's jetzt runter? Blub, 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 blub. Aber ja, tot ist die mit Sicherheit nicht. Aber wir haben es geschafft, okay. Sind wir am Ende der Brücke? Ich hoffe fast. Ist auf jeden Fall ein schöner Baum. Baum des Segens. Möchtest du einen Segensspruch vom Baum des Segens lesen? Nein. Okay, ja, ich lese einen. Okay, was war das? Ah, das hat einen Tee aufgefüllt oder so. Bevor du dich auf einen Rachefeldzug begibst, grabe 2 Gräber. Okay. Eins für dich selber und eins für den anderen. Vom Space Coyote. Das ist von anderen Spielern. Geliebtes Kind, geboren aus Sternen. Der Kosmos hat dir so viel auferlegt. Eine Bürde, die niemand tragen sollte. Die Schatten darin entstehen durch Licht. Du wirst sehen, wie der Tag den Abend durchbricht. Ah. 100 Pro, oder? Das ist von anderen Spielern. Ja, gleiche nochmal, okay. Ungeachtet dessen, was andere Leute sagen oder denken, kennst du dich in Sachen Kunst und Unterhaltung am besten aus. Wisse deinen Geschmack zu schätzen und genieße dein Hobby in vollen Zügen. XGD. Okay. Hm. Aber es hat ein Ding gekostet, gell? Eine Flamme. Also nicht viel. Aber okay. Oh oh. Das war nur das Aufwärmtraining. Das waren deine letzten Schritte auf meiner Brücke. Dieses endlose Gerenne endet jetzt. Wahrscheinlich macht es keinen Unterschied, ob du ja oder nein sagst, glaube ich. Oh oh. Hashihime.
der neue Boss. Jetzt schieße ich doch direkt zurück. Oh, da oben die Fackeln müssen wir ausmachen, gell? Die Flammen. Okay, das ist. Oh shit. Ein Spring. Schnell heilen. Aber irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass wir die blatt machen, oder? Die wirkt so. Also irgendwie auf der einen Seite nicht so richtig böse, wobei sie will uns töten, das ist eigentlich schon böse. Auf der anderen Seite wirkt sie eher wie so ein richtig krasser Endboss. Ich meine, wir sehen die sogar auf der Karte. Auf der anderen Seite wirkt die, als würde die jetzt einfach nur ein bisschen chillen und später nochmal Vollgas geben. Okay, es ändert sich bisher auf jeden Fall nicht. Ich weiß nicht genau, ob ich eher auf Abstand soll. Ich muss gucken, dass ich mehr als ein oder zwei treffe, glaube ich. Vielleicht sogar alle vier reinkriege. Wenn ich drüber springe. Oh ja, locker. Okay, das geht auf jeden Fall. Oh, das hat weh, ha? Das hat weh. Das ist immer noch so witzig, so cool drauf. Ist ja okay. So, das wird jetzt bestimmt schwer, oder? Nö. So, jetzt. Volle Kanone noch. Zack. Echt treffend. Also irgendwie so ein bisschen eye-tangy, finde ich. Besser zielen. Oh, wenn sie zurückgeht, das ist richtig fies. Ich frage mich, ob ich alle vier treffen muss, ob das das Problem ist. Vielleicht ist sie gar ein Tangy, aber sie geht, also sie regeneriert sich. Das könnte halt schon sein. Na, ist klar, dass ich ewig brauche. Muss ich aber alle vier treffen und das ist, finde ich, nicht so leicht. Das war schon bitter, nur zwei, aber ich habe das eine Mal vier getroffen, ja. Das macht eigentlich keinen Sinn, weil ich habe jetzt echt viel schon reingehauen. Vielleicht muss ich echt alle vier. Eins. Das ist schon bitter daneben. Nach dem zweiten geht sie, glaube ich, zurück. Das heißt, den dritten muss ich weiter nach links schießen. Was könnte ich denn machen? Dass sie ein bisschen länger brauchen. Okay, nee. Brauche einfach viel Schaden. Oh oh. Kommt es jetzt immer von links oder kommt es auch von rechts? Immer von rechts oder kommt es auch mal von links, wollte ich sagen. Ich hoffe, sie hört damit auf noch, ja. Okay, drei Treffer, das ist gut. Das heilen. Also ich finde es recht chillig tatsächlich, dadurch, dass es alles sehr lange dauert, was sie macht. Ich glaube, wenn es schneller wäre, wäre es richtig stressig, dann wäre es ein krass schwerer, also könnte es echt ein schwerer Boss sein. Aber so ist es echt ein bisschen zu langsam, finde ich. Beschweren wir uns mal nicht. Wer weiß, was noch kommt. Das muss ich gleich kombinieren. Dann wird es gleich kritisch. Ja, ich bin halt schon sehr mobil. Und ich hält halt ultra viel aus. Ich frage mich, ob wir selber irgendwas machen. Ah, natürlich, vielleicht könnte man das, gell? Vielleicht bräuchte ich das gar nicht. Das habe ich noch gar nicht getestet. LOL. Ha!
bin auch der Größte, hey. Beschwer mich da die ganze Zeit. Benutze nur das. Vor allem kann man da ewig in der Luft sein. Damage-technisch halt natürlich noch eine ganz andere Liga. So, jetzt gehe ich aber unter. Nee, noch eine große. In der Mitte hat sie noch. Die wird jetzt gleich entfacht. Okay, komm her. Ich bin bereit. Oh, 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 oh. Der Dodge war wichtig. Oh, krass, wie es es direkt bei mir spawnen lässt. Das war frech. Ich hab 3, gell? Das heißt, ich heile mich mal noch nicht. Kommt wieder der Riesenfeuerball. Oh, krass, scheiße. Oh. Ich muss mich heilen. Kein Risiko eingehen. Ich finde, 3 gehen noch ganz gut. Da kann man ein bisschen was riskieren, aber. Oh, krass, das hat mir. Nein, fuck, jetzt habe ich ein Problem. Heilen bitte, heilen bitte. Okay, ich bin jetzt sehr, sehr defensiv. Greift die immer in der Mitte an mit dem Feuerball? Ja. Okay, wichtig. Heilung. Lieber sicher, nochmal sicher gehen. Ich heil mich jetzt kurz ganz hoch, was soll's. Der Kampf ging viel zu lang, als das jetzt zu verschenken. Reicht das? Okay. Dann zurück ins Getümmel, würde ich sagen. Krass. Boah. Okay, das war bitter. Das war gerade echt bitter. Das ist wirklich. Das ist auch da spawnt, wo ihre, also wo ihre Hand ist. Ich renne! Okay. Nicht zu offensiv sein. Ich bin gerade zu offensiv. Das ist gefährlich. Heilen, heilen, heilen. Der Kampf, den nochmal wiederholen zu müssen. Ach, shit. Das war schon wieder zu offensiv. Das ist einfach dumm. Oh. Ich verdrückt. Heil dich bitte, heil dich bitte. Was? Warum? Warum? Heil dich! Hä? Irgendwie funktioniert es gerade nicht. Ich kann mich nicht heilen, warum auch immer. Jetzt. Das darf ich echt nicht verkacken, ja. Heilen, heilen, heilen. Okay, das ist gut. Bin wieder back. Back in business. Hä? Hä? Gerade hat er keinen Dash gemacht. Warum? Oder sie. Ich weiß nicht, ob er oder sie. Das muss ich mal wieder ein bisschen Damage machen zur Abwechslung. Oh krass, wie sie mich da wieder runterhaut. Jawoll, besiege Hashihime. Boah, das war ein Kampf, ey. Bin echt froh, dass ich hier nicht draufgegangen bin. Ich hoffe, ich krieg mal ein 5. von diesen Blättern. Ernsthaft? Wie fies kann eine einzelne kleine Ratte sein? Heute Abend war ich die Höflichkeit in Person und so zahlst du es mir zurück. Verschwinde von meiner Brücke. Ja, okay, die ist aber auf jeden Fall noch nicht tot. Muss ich mir das aussuchen oder kriege ich alle 3?
Ich will, glaube ich, eher das, am ehesten das. Erweckungstinte. Was bringt mir das? Hat das schon. Ein Fläschchen mit magischer Tinte. Sie wird verwendet, um das zweite Auge einer Daruma-Figur aufzutragen. Ah, ein Daruma mit zwei Augen verfügt über verbesserte Fähigkeiten. Nur ein geschickter Handwerker kann die Tinte richtig auftragen. Das heißt, ich kann mir dann überlegen, wer zweiäugig und wer dreiäugig wird. Das ist ja cool. Pyrokun, also Feuer macht der Gute. Tippe auf Y, um Tee zu trinken und Pyrokun zu beschwören. Der Feuer in deine Blickrichtung pustet, um Schaden über Zeit zu verursachen. Aktiviere diesen Daruma, indem du LB gedrückt hältst, bla bla bla. Ah ja, stimmt, ich kann die jetzt so auswählen. Das heißt, ich kann die relativ schnell wechseln. Sind die alle gleich teuer? Oh, krass, das hält einfach ein bisschen. Das ist cool. Augenstatus einäugig, aber da steht auch überhaupt nicht, was passiert, wenn es zweiäugig ist. Komisch, beim anderen steht es dran. Ich meine, beschweren wir uns mal nicht. Ich glaube, ich finde Feuertyp cooler. Oh, da ist wieder dieses Riesenvieh. Wird es jetzt Tag? Oh krass, es wird tatsächlich Tag. Vielleicht hätten wir es speichern sollen, gell? Aber ich dachte, hier kommt danach ein Speicherpunkt. Egal, jetzt kommen wir von dieser Tutorial-Insel, nenne ich es mal, runter und aufs Festland. Sancho-Brücke, jetzt sehen wir sie. Aha. Aha, und da ist nochmal eine Schnellreise. Okay, jetzt sind wir in diesem großen. Die Welt ist nicht so riesig, oder? Bin ich mal gespannt. Zinnoberfremde, komm schon, Zinnoberfremde. Lass mich schnell reisen. Die Träne des Mondes treibt pünktlich zu Sonnenaufgang an die Küste von Sakura-Stadt. Sakura-Stadt, okay. Da freue ich mich drauf. Du kannst nicht einfach Ereignisse schildern, die du gesehen hast, und dann behaupten, sie vorhergesehen zu haben. Aber verändern sich diese Ereignisse nicht, indem ich sie schildere, während sie sich zutragen? Das ergibt aber keinen Sinn. Oder doch? Mit Sicherheit können wir es nicht sagen, denn der Moment ist flüchtig. Hör auf zu labern. Wir müssen herausfinden, wie wir mit dieser rothaarigen Fremden kommunizieren, die ans Ufer gespült wurde. Also, wie geht deine Vision weiter? Ah! Aus fremden Landen eine Fremde mit feurigem Haar spricht in Zungen, die fremd sind und neu für wahr. In Sakura-Stadt Steinen sind Symbole vergangener Zeit. Um das Rätsel zu ergründen, such nach den Drachen Weisheit. Der Drache im Stadtarchiv? Wie viele Drachen kennst du sonst? Guter Punkt. Okay. Zinnoberfremde. Alles klar. Ich verstehe. Wir müssen in die Stadt. Bin mal gespannt, ob die Stadt voll mit netten NPCs ist oder mit bösen Leuten. Ich hoffe mal mit netten NPCs. Ich mag sowas. Ich mag so eine Base irgendwie, wo du dich sammeln kannst und so eine Stadt, wo du dann immer wieder zurückkehren kannst, Sachen kaufen kannst. Wir haben ja 1000 Flammen, also die wollen ja ausgegeben werden. Und wir haben auch ganz viel Ressourcen, die wollen auch ausgegeben werden. Und ich denke, ich hoffe, das können wir in der nächsten Folge machen. Vielen Dank fürs Zugucken, macht's gut, haut rein und tschüss.